Hi, ich bin der Johann und ich bin Musiker und Komponist. Tja, also das mit der Musik war eigentlich eher so ein Notfallplan, der jetzt zum Beruf geworden ist. Vorher habe ich diverse Sachen durchprobiert und habe unter anderem einmal physikalische Technik studiert, was ich aber nicht beenden konnte, und war Kameramann für einen Verein mal, der solche Abenteuertouren gemacht hat. Und sind wir in den Bergen, ja, rumgeklettert und haben da versucht, schöne Filme zu machen. Ich bin dann irgendwann aber sehr krank geworden, an einer blöden Krankheit erkrankt, und das hat mich so ziemlich aus dem Konzept gerissen, so. Und dadurch sind alle meine Lebenspläne, die ich so hatte, verschwunden. Ja, das war Schizophrenie. Hab dann angefangen, die physikalische Technik in Hamburg zu studieren. Und bin dann doberweise wieder krank geworden. Und dann war das mein letzter großer Krankenhausaufenthalt 2011, wo ich dann, wo die Ärzte so clever waren oder so gut, oder wie auch immer, und mir Musiktherapie besonders verschrieben haben. Ja, 2014 habe ich das Label Gleichklang Recordings gegründet. Und das habe ich eigentlich für mich selbst gegründet. Und zwar, es ist doch immer so, dass ich fürs Theater relativ viel Musik geschrieben habe. Wobei viel ist da auch übertrieben, immer mal für ein paar Stücke fürs Tanztheater. Und diese Musik ist natürlich unglaublich experimentell. Die ist immer besonders auf dieses Tanztheaterstück zugeschnitten. Und da ist es irgendwie ziemlich unmöglich, ein Label zu finden, wo man das veröffentlichen kann. Und da habe ich beschlossen, ich gründe mein eigenes Label, um dort meine Musik besser vertreiben zu können, um mich allgemein auch besser vermarkten zu können. Und ich hatte dann noch viele Kollegen und Freunde, auch die Tänzer vom Theater. Und die sind dann damit eingestiegen ins Label, irgendwie so, damit es einfach irgendwie schön aussieht, das ganze Konzept, so, und dieser Content auf der Homepage. Und plötzlich rams, 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 kann einem Ding nach dem anderen. Ist es natürlich schön zu sehen, was man irgendwie schaffen kann. Vor allen Dingen, wenn man so eine Vergangenheit hat, wo alle gesagt haben, der Junge, der schafft nie mehr was, der kann froh sein, wenn er irgendwie noch sein 30. Lebensjahr erlebt, weil er irgendwie so zugestopft ist mit den Medikamenten oder sich womöglich noch umbringt, whatever. Und jetzt bin ich plötzlich Geschäftsführer von Label, und das ist manchmal ein sehr, sehr ironischer Schicksal. Das neue Album, was ich jetzt mache, da suche ich Klangräume, wo man die Aufnahmen machen kann, weil ich mit den Effekten am Computer ungern arbeiten möchte diesmal, sondern direkt im echten Raum, so wie er ist, auch aufnehmen. Man kann das ja normalerweise alles einstellen, so wie man es haben will, aber das will ich nicht. Ich will den echten Raum haben, den echten Raumklang. Da bin ich jetzt schon eine ganze Weile auf Recherche nach Hallen und nach Räumen. Jetzt habe ich vorhin neulich eine Halle gesehen, wo ich unbedingt noch mal rein wollte. Thank you.
Also in solchen Räumen sollen dann diese Aufnahmen, diese Hallaufnahmen stattfinden, hier nämlich immer die Hallproben. Und weiß ich ganz genau, wie ein Raum klingt. Und schreibe mir dann später auf, wo das gewesen ist. Und wenn ich dann spezielle Wünsche habe, für zum Beispiel, wie was klingen soll, ein Stück, dann würde ich, wie gesagt, ist die Idee dahinter, dieses Orchester hierher schleifen oder diese Leute, die das machen, für mich einspielen dann und diese Raumakustik dann nutzen. Was ich hier sehr interessant finde, dass der Ort hier im Dunkeln mehr unheimlich ist als, oder kommt zusammen, das kann man wunderbar verbinden. Wenn man mal echt leise ist, hört man echt Sachen, wo man sonst gar nicht drauf achtet. Und das hat dieser Raum auch an sich, weil ich glaube, rein von den Sinnen her gilt dieser Raum eher als Gefahr, wenn man hier alleine ist, unheimlich. Und plötzlich kriegt man Sachen mit, die man normalerweise niemals hört. Und jedes kleinste Geräusch, sei es der Wassertropfen, der da hinten tropft.